Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei WoW Vanilla und willkommen zurück hier in Tanaris in Gadgetzahn oder Gadgetzahn, keine Ahnung. Ich habe früher mal nur Gadget gesagt, aber gut. Ja, wir haben hier direkt wieder ein paar Freunde gehabt. Hab mich eingeloggt und wurde instant von einem Rogue angegriffen, der dann von den Wachen umgenietet wurde. Also, ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Questgebiet. Ich meine, hier befinden wir uns in einer scheinbaren Sicherheit. Scheinbare Sicherheit. Also von endgültiger Sicherheit, da sind wir wohl sehr weit entfernt. Fällt mir gerade ein. Ich muss mich unsichtbar schalten. So. Gut. Hier haben wir noch eine Quest. Benutzt den unangezapften Wünschelrutenapparat in der Nähe des Teichs bei der Sand-Sorrow-Wache. Bleibt gut drauf! Questlog voll. Ich werde eh nicht wieder nach in Schlingendorntal Zeit gehen. ist Geld! Es ist schön, dass ich Sage ich helfen euch, wie es ist, konnte! ich habe da gar keinen Bock drauf. Segelvulkaniere, so. Schlinge und Tal. Östlich von Gadgetzahn. Gadgetzahn ist, glaube ich, auch das richtige Aussprechen. Also, mein Gefühl sagt mir, wir werden hier Spaß haben mit der Allianz. Wollte gerade schon wieder sagen mit der Horde. Ja, aber das stimmt natürlich nicht. Östlich. Nie ohne Seife waschen. Heißt, wir sind hier schon in der richtigen Richtung. Allerdings sehe ich jetzt hier gerade erstmal nichts. Nein. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oh shit. Ich muss mir jetzt gerade mal wirklich überlegen, wie ich das hier mache. Er scheint absolute Allianzüberlegenheit zu sein. Keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Hm.
Vielleicht versuche ich mich von dort dran zu nähern. Das könnte auch funktionieren. Halt kein einziges Ad. Hier haben wir erstmal nochmal eine Eisenmine. Das sind sie auf jeden Fall. Aber ich sehe jetzt hier gerade keinen anderen, das heißt, ich versuche es einfach mal. SM war, es war Kloster, ne? Ja. Ach, hier sind auch die Wasserbeute. Kriege ich auch die ganze Zeit Ruf. Oh, hier ist eine Kiste. Kiste. Die aber ganz gut beschützt ist. Na, der kommt gar nicht. Jetzt müssen wir. Der Zauber ist noch nicht bereit.
Komm schon. Nur Crap. Als ob da jemand vor dran gewesen wäre. Man weiß es nicht. Ach, das ist der Kalif. Den brauchen wir ja auch. Das ist ja jetzt sehr praktisch. Das ist praktisch. Na, ich heile mal besser. Kann ich noch nicht. Guck mal, wie der straight auf uns zuläuft. So komplett. Oh, was ist hier los? Ich wollte mal ein bisschen mitmischen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bin zumindest ganz froh, dass sich die Allianz hier so ein bisschen zurückhält. Ich will mal die ganze Zeit Horde sagen, weil ich momentan so viel PvP spiele in der Retail-Version. Nicht, weil ich PvP so viel so gerne mache und so viel Spaß dran habe, sondern tatsächlich wegen dem Equipment, was man da bekommt. Das ist the only reason. Schön ist, dass hier die ganze Zeit dieser Mondbärensaft droppt. Neun von zehn. Nochmal einen weiteren Wasserbeutel. Kann man da wohl schmieden? Das ist eine ganz normale Schmiede, das heißt, ich denke, da müsste man auch verhüten können, ne? Probiere ich gleich mal aus. Denn theoretisch ein bisschen was zu verhüten. Und wenn ich dann schon mal hier bin. Ja, schön. Vierundzwanzig Silber pro Stück momentan. Das ist ein bisschen was.
Kupfer 7 Silber und Zinn, 14 Silber und Bronze, 5 Silber. Also das Bronzeverhalten macht weniger Sinn. Werde ich auch nicht machen. Na gut, liebe Leute, ich mache hier einen Cut und wir hören uns, wenn ihr wollt, bei der nächsten Folge wieder. Also übermorgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.